Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, was nun auf ein Wort. Ja, schönen guten Abend. Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben, was Sie im Monat Juli erwartet, damit Sie so ein bisschen wissen, so was auf Sie zukommt. Also wir fangen an am 8.7. mit einem Posting vom DNKP. Da erwartet Sie einen Beitrag von Heiko Stehling zum Thema Entlassungsmanagement. Bin aber gespannt, was dazu kommen wird. Das wird sozusagen der Auftakt des Monats sein. Eine Woche später werden wir uns mit dem Dialierverdacht beschäftigen. Also es ist sehr oft die Situation, dass eine Pflegekraft am Telefon im Krankenhaus oder eine Arzthelferin in der Praxis abklären muss, ob die Person, die am anderen Ende sich meldet und die von irgendeinem dramatischen Ereignis erzählt, ob da ein Delir vorliegen könnte oder nicht. Es geht also darum, wie kann per Telefon der Verdacht auf ein Delir erhärtet werden. Und dafür ist so eine Abfolge von Fragen entwickelt worden, die ich ganz hilfreich finde und die man sich mal anschauen kann, auch für Pflegende, um vielleicht abzuklären, ja, haben wir es wirklich hier mit einem akuten Delir zu tun oder ist das eher ein anderes Phänomen? Ja, dazu ein kurzer Bericht. Das kommt am 13.7. Eine Woche später, am 20.7., ein Beitrag in unserer Serie Das kritische Glossar. Und da geht es um das Konzept der Rehabilitation von Menschen mit Demenz. Da ist das Problem nämlich, dass gerade in der Rehabilitation tätige Kräfte Menschen mit Demenz nicht so gut sehen. Nicht so gut sehen im Sinne von, sie sehen das Rehabilitationspotenzial nicht. Also sie denken eher, die sind ja nicht einsichtig und die können nicht kontinuierlich an bestimmten Erfolgen anknüpfen. Außerdem haben Mitarbeiter in der Rehabilitationsarbeit eher sehr konkrete Vorstellungen über funktionale Erfolge und können, obwohl die Forschung belegt, dass Menschen mit Demenz sehr von Rehabilitation profitieren, doch mit dieser Idee wenig anfangen. Also hier geht es also darum, wie sehen Gesundheitsarbeiter eigentlich die Chancen auf Rehabilitation von Menschen mit Demenz. Am 27.07., da sind wir uns noch nicht sicher, da könnte ein Gastbeitrag kommen. Wenn nicht, dann erwartet Sie dort einen Bericht über eine sehr interessante sensorische Gartengestaltung. Also die Vorstellung ist, dass man durch eine interessante Gestaltung des Gartens und des Milieus Menschen derart kognitiv anregen kann, dass ein Stück weit sogar sich ihre Demenz verbessert. Und das ist in einer interessanten französischen Studie nachgewiesen worden. Die haben also spannende Objekte in dem Garten installiert. Und in der Tat hat das sehr nachhaltige Wirkungen auf die beteiligten Personen gehabt. Alle, die sich also mit Garten und Demenz und Gartengestaltung beschäftigen, seien Sie mal gespannt auf diesen Bericht. Ja, ich wünsche Ihnen allen einen guten Monat Juli und ja, dass Ihre Dienstpläne nicht kollabieren, dass Sie gut durch die Zeit kommen, dass Sie sich nicht infizieren und dass Sie eine entspannte Zeit haben. Vielen Dank für Ihr Zuhören und Ihr Interesse. Ich freue mich darüber, wenn Sie irgendwelche Beiträge, Kommentare zu unseren Postings uns zusenden. Wir freuen uns über jeden Austausch mit Ihnen. Vielen Dank auch. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf ein Wort.